Ich habe Everything Everywhere All at Once gesehen. Der Film hat mir gefallen. Kompetente Action und Probleme, deren Auflösung ich sehen möchte, wecken bereits am Anfang mein Interesse. Gong Gong, das ist Becky. Becky ist so der Loyal-Liga. Mom. Das Multiversum, welches diese Kreativität erlaubt, ist im Zentrum des Films. Wie in anderen Filmen auch, ist das Multiversum in diesem Film natürlich inkonsequent und quasi Magie. Warum gibt es zum Beispiel kein Meta-Multiversum, wenn es Entscheidungen gibt, die Informationsaustausch zwischen den Universen betreffen? Aber obwohl das präsentierte Multiversum kein Erklärungsversuch für das Update-Problem der Wellenfunktion aus der Quantenphysik ist, und Probleme hat, ist es doch verständlich genug, um den Film nicht zu sehr zu stören. Die Antagonistin des Films gefällt mir vom Konzept her. Dadurch, dass sie jedes Universum erfährt, kann sie bedeutungsvolle philosophische Erkenntnisse proklamieren. Nothing matters. Nihilismus ist zwar nicht die allerneueste Idee, aber sie ergibt im Kontext des Films Sinn und ich stimme ihr zu. Mein größtes Problem ist das Argument, was der Film versucht, auf die Grundlage des Nihilismus zu bauen. An keiner Stelle wird ein überzeugendes Argument präsentiert, weshalb sei einfach gut eine Antwort auf alles ist egal ist. Der Vorschlag wird nur in den Raum gestellt und der Film hofft, dass Zuschauer ihn unreflektiert übernehmen, weil er schön ist und sie selber ja auch einer von den Guten sind. Diese Idee ist natürlich absurd. Es gibt unendlich subjektive Definitionen von Gut und keine ist objektiv besser als die andere. Manche Definitionen von Gut verlangen zum Beispiel Gleichbehandlung der Geschlechter, manche Ungleichbehandlung. Manche Definitionen von Gut verlangen auch Heterosexualität. Die mag ich ablehnen, aber ich habe letzten Endes keine objektiven Argumente dagegen. Wer eine in sich logische Antwort auf Nihilismus sucht, sollte lieber Fight Club gucken. I have to consider the possibility that God does not like you, never wanted you. In all probability, he hates you. This is not the worst thing that can happen. It isn't. We don't need him. We don't agree. Fuck damnation, man. Fuck redemption. We are God's unwanted children. So be it. Please. First, you have to give up. First, you have to know, not fear, know that someday you're gonna die. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Alles ist objektiv egal, aber du kannst dir irgendwelche subjektiven Werte aufsuchen und darin bist du frei. Trotz seines philosophischen Humbug bleibt es aber dabei, dass der Film mir gefallen hat und gut gemacht ist.